ein ganz liebes Hallo in die Runde. Na, meine Lieben, geht es euch gut? Ich hoffe doch. Also mir geht's gut. Die Hundedamen sind auch hier mit am Start. Die sind direkt hier vor der Haustür. Es hat auch einen Grund, dass ich hier so komisch gebückt stehe. Also erstmal habe ich keine andere Möglichkeit, euch anders hinzustellen. Ich will mit euch raus. Denn heute ist der Tag der Tage. Ich werde heute mit der Weihnachtsdeko beginnen. Ja. Am Wochenende ist ja, beziehungsweise dann, wenn ihr das Video jetzt seht, ist ja der erste Advent und dementsprechend, ich kenne mich, ich bin ja immer so Team letzter Drücker, werde ich jetzt mal mit der Haustür beginnen. Ich habe das gestern schon alles mal leer gemacht, werde jetzt mit dem Putzeimer rausgehen und ja, erstmal alles sauber machen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich meine Haustür schon nicht mehr sauber gemacht habe und so sieht das auch aus. Das mache ich als erstes. Und dann werde ich mal in den Keller gehen und gucken, was ich da habe. Also ich wollte einen Kranz aufhängen, einen Tannenkranz. Ja, so viel habe ich gar nicht für draußen. Müssen wir mal gucken. Und diese kleinen Sticker, diese Fenstersticker von Systrine Grene, wollte ich auch mal gucken, ob das gut aussieht an der Haustür. Ne, Ella? Willst du auch mal Hallo sagen? Komm mal her. Huhu, hallo. Ja, winkst du? So. Habt ihr gesehen, ihr habt alle ein Küsschen bekommen und wir gehen jetzt mal raus. Nee, erstmal den Putzeimer holen. Moment. Ich zeige euch jetzt mal ein Vorher-Nachher. Also das ist jetzt vorher. Man sieht den Dreck jetzt in der Kamera zum Glück gar nicht so. Und die ganzen Spinnenweben. Ich habe gestern, wie gesagt, mal alles weggeräumt. Da soll jetzt auch eine neue Fußmatte hin, aber ich habe noch keine passende gefunden. Eigentlich wollte ich ja selbst eine bemalen, aber das lasse ich jetzt doch. Ich habe so viel Vorhaben, ich schaffe das alles gar nicht. Und ja, ich werde das jetzt, wie gesagt, mal alles sauber machen und dann mit der Weihnachtsdeko beginnen. Schaut mal. Also, ne? Das wird höchste Eisenbahn, dass ich das hier alles mal sauber mache. Fertig geputzt. Meine Hände sind voll mit Spinnenweben, egal. So, ich habe nämlich eben nochmal das Garagentor auch gleich mit sauber gemacht, weil man eh schon dabei ist. Jetzt habe ich mal so die Sachen rausgekramt, die ich da habe. Der kleine Kranz, der soll an die Tür. Das finde ich ganz schön. Und das sind diese kleinen süßen Sticker. Die hatte ich euch ja schon mal gezeigt von Systrine Grene. Die sind so süß, guckt mal. Und die wollte ich gerne an die kleinen Fensterchen anbringen. Ich weiß noch nicht, ob ich das von außen und von innen mache. Muss ich mal gucken, wie das gleich von innen aussehen wird. Aber das kann ich mir echt richtig gut vorstellen. Hier habe ich ja noch weitere Bilder mit so kleinen Weihnachtsmännern drauf. Auch super süß. Also wenn das alles gleich fertig ist oder nachher fertig ist, dann zeige ich euch das selbstverständlich oder blende das zum Schluss nochmal ein. Genau, ich wollte jetzt hier nicht ein Stativ oder so aufbauen, sonst denken die Nachbarn auch, was ist denn da jetzt los? Von daher muss das jetzt so gehen. Und den habe ich auch aus der Garage eben wieder rausgekramt und den Zaun. Mal gucken, wie ich das alles verwurschte. Ich kann nicht aufhören. Guckt euch das bitte mal an, wie schön das aussieht. Sieht das nicht süß aus? Also wenn irgendjemand jetzt behauptet, das sieht aus wie im Kindergarten, ne? Dann gebe ich denjenigen recht. Ich mag das aber. Ich liebe das, wenn das aussieht wie im Kindergarten. Da freut sich mein inneres Kind. Schön bunt und muckelig. Und ich habe den Kranz auch schon aufgehängt. Ich werde ihn aber jetzt doch nicht mehr schmücken. Ich habe kurz überlegt gehabt, aber dann wird das tatsächlich ein bisschen viel. So reicht das. Und so sieht das von innen aus. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe mir das schlimmer vorgestellt. Sieht auch ganz süß aus. Julien? Der wird gerade nicht, der kocht gerade. Julien? Ein drittes Mal. Julien? Nee, der singt und kocht gerade. Haben die gerufen? Ja, ich habe dich gerufen. Du, komm mal bitte ganz kurz. Findest du das schlimm, dass man die Motive von hinten jetzt sieht? Nee. Finde ich auch nicht. Geht so, ne? Ja. Ja. Sehr schön. 10 Regengüsse später, es ist aber immer noch der gleiche Tag. Ich sitze hier und fange jetzt mal mit den Adventskalendern an. Also Colin hat seinen schon im Zimmer. Colin? Ja. Achso, war ich gerade aufnehmen. Die anderen beiden dürfen nicht runterkommen, weil ich mache jetzt gerade einen Adventskalender für Luca, Toni und für Julien. Und da habe ich diese Holzboxen, die benutze ich fast jedes Jahr. Die habe ich irgendwann mal bei Action mitgenommen, richtig süß. Und da werde ich jetzt ein paar Kleinigkeiten drin verpacken. Der Julien hat sich eigentlich einen Capri-Sonnenkalender gewünscht. Da werde ich auch ein paar von einpacken, aber nicht jetzt jeden Tag. Ich habe so ein paar Kleinigkeiten, so Süßigkeiten und so besorgt. Schokolollis. Also für Julien jetzt nicht, weil Julien isst keine Schokolade. Aber für den habe ich andere Kleinigkeiten. Zum Beispiel
hier so kleine Haferherzen, dann Traubenzucker zum Beispiel, ja. Kleine Leckereien und die werde ich jetzt mal verpacken. Ich habe hier noch so Tüten vom letzten Jahr, leider nur ein Paket. Die hatte ich mal bei Nanunana gekauft. Die sind total süß, da sind auch gleich Sticker dabei. Und dann habe ich da hinten, ich weiß gar nicht, kann man das sehen? Nee. Habe ich noch Lebkuchenhäuser, 2 Stück, weil das muss. Also das ist bei uns ein Muss. Wir machen jedes Jahr so ein Lebkuchenhaus und das wird dann wahrscheinlich am 6. Dezember im Türchen sein. Ja, was stupst du mich schon wieder so an, mein Schatz? Ich hoffe ganz doll, drück mir mal die Daumen, dass die Sticker draußen halten. Das gießt den ganzen Tag, ne? Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das nicht hält, weil normalerweise sind die Fenstersticker ja für innen gemacht. Oh, das wäre echt doof. Naja, gut. Positiv denken, ne? Ich mache hier einfach mal weiter und dann hole ich irgendwann, wenn ich dann mal Zeit habe, das mache ich immer alles zwischendurch, versuche euch da aber möglichst mitzunehmen, dann hole ich die ganzen Weihnachtssachen aus dem Keller, packe die hier auf den Tisch, dann gucken wir uns das gemeinsam an und dann verteilen wir das irgendwo hier in der Bude. Kalender Nummer 1 ist fertig gepackt. Ja, das ging relativ schnell. Ich habe hier noch eine Lichterkette drumherum gewickelt. Die Tüte muss da gleich noch mit rein, die hatte ich vergessen. Hier habe ich das Lebkuchenhaus verpackt. Ja, und jetzt mache ich mich gleich an den 2. Kalender. Dann ist das erledigt. Ich habe mir das übrigens hier gut gehen lassen, ne? Schön hier selbstgebackene Kekse. Die habe ich gestern Abend noch gebacken. Ostfriesentee stehe ich im Moment total drauf. Ich habe ja immer meine verschiedenen Phasen. Und nebenher höre ich einen Podcast von Kaulitz Hills. Kann ich sehr empfehlen. Also ja, finde ich sehr witzig. Und das Ganze werde ich hier an den Kamin stellen. Da werde ich das so ein bisschen weihnachtlich dekorieren. Das kommt natürlich alles weg hier. Das Kabel auch. Bei uns liegen überall Kabel rum, egal wo man hinguckt. Und hier steht auch mein Adventskalender. Den habe ich geschenkt bekommen, habe ich mich mega drüber gefreut. Ich liebe Lindschokolade. Und da ich nicht wusste, dass ich ein Geschenk bekomme, was ist denn hier wieder los? Wen hast du denn da feines, Nala? Wir haben heute alle eine Regenfriese, ne? Wir sind so oft durch den Regen gekommen heute, ne? Ihr süßen Mäuschen, zeig mal her. Wen hast du da? Zeig doch einmal ganz kurz. Das ist nämlich Glücksbärchen, ne? Nur einmal kurz zeigen, Nala. Zack. So. Ich habe nämlich, wie jedes Jahr, mir diesen Kalender gekauft. Diesen Schoki-Kalender. Der ist so schön nostalgisch. Guckt euch bitte mal diese Motive an. Der macht mich wirklich glücklich, ne? Jetzt mal kein Spaß, der macht mich wirklich glücklich. Da sind ja diese kleinen Schokoladentäfelchen drin und diese hübschen Motive. Der erinnert mich so an meine Kindheit. Also der muss jedes Jahr sein. Ich komme gerade aus dem Keller raufgestiefelt und habe fast alle Weihnachtssachen jetzt hochgebracht, um die mal zu durchforsten mit euch gemeinsam. So viel ist das eigentlich gar nicht. Vielleicht werde ich auch das ein oder andere nochmal aussortieren. Da sind so Sachen dabei, sehe ich gerade, die werde ich definitiv nicht mehr gebrauchen. Dann können sich vielleicht andere dran erfreuen. Ich gucke einfach mal. Nebenbei bin ich dabei und lade das Bastelanleitungsvideo hoch und ich habe auch gerade gefrühstückt. Ja, ich freue mich auf den Tag. Heute gehen wir auch einkaufen für die Party, für Samstag. Luca Toni feiert ja da seinen Geburtstag und so weiter. Machen wir alles ganz Sutsche. Und wenn ich einkaufen bin, muss ich auf jeden Fall noch Kerzen besorgen für den Adventskranz. Das darf ich nicht vergessen. Fragt mich mal abends, was ich dann vergessen habe. Aber erstmal zeige ich euch was ganz Tolles. Guckt mal bitte meine Socken an und guckt mal, wie schön ich die angezogen habe. Ob ich so rausgehe? Ja, warum nicht? Hat nicht jeder. Die sind total muckelig. Willst du auch so eine Socken haben, Nala? Sind feini, ne? Also, ich habe jetzt hier alles stehen, was ich habe. Ich wollte euch mal zeigen, was ich alles habe. Ihr seht schon, ne? Das ist wirklich querbeet, auch von den Farben her. Habe ich kein Farbschema. Ich kaufe das, was mir gefällt. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, da sind so viele alte Sachen dabei. Sowas hier zum Beispiel, das werde ich weitergeben. Mag ich nicht mehr ganz so gerne, sehe ich jetzt schon. Da sind die ganzen alten Säckchen, die ich selbst genäht habe. Ja, das waren die Adventskalender der Jungs früher. Oh, da hat man sich echt viel, viel Arbeit mitgemacht.
War aber eine sehr schöne Zeit, die werde ich nicht wegschmeißen. Das ist eine schöne Erinnerung. Vielleicht ja mal für meine Enkelkinder. Ich habe auch noch ganz viele Säckchen unten im Keller. Und das hier, ne? Oh meine Güte, das liebe ich so sehr. Das macht mich auch glücklich. Ich kann euch das nicht beschreiben. Manche Sachen, wie zum Beispiel der Adventskalender, den ich euch gestern gezeigt habe, der Anblick macht mich glücklich. Und das ist mit dem Häuschen hier genauso. Werde ich in die Küche stellen, auf die Fensterbank. Was haben wir hier noch? Nee, da ist nichts mehr drin. Dann hier dieses kleine Lebkuchenhaus. Hatte ich euch schon gezeigt von Action. Solche Figürchen liebe ich auch total. Finde ich richtig schön. Sowas kommt bei mir auch in den Weihnachtsbaum rein. Also die Maus jetzt nicht, aber ich habe so kleinere Versionen. Hier habe ich auch so ein Holzhaus. Eine kleine Krippe, die habe ich bei Rossmann gekauft. Die ist relativ neu. Ich weiß gar nicht, vor einem Jahr oder vor 2 Jahren habe ich die gekauft. Dann hier so ein schönes Licht. Die, das Licht. Das ist total hübsch und muckelig. Oh, jetzt ist hier was umgefallen, der Tannenbaum. Wenn man das nämlich anmacht, dann sieht man da so ein Schneegestöber drin. Total schön. Ja, und dann habe ich hier noch ein Lebkuchenhaus von Action, hatte ich euch aber auch schon im Hall gezeigt. Da hinten Tischdecken, die werde ich wahrscheinlich jetzt hier hinlegen. Ich bin auch am Überlegen, ob ich ein bisschen warten sollte. Ich kenne uns, ne? Gerade wenn wir essen und so weiter, wird wahrscheinlich nach einem Tag schon Fleck drin sein. Also nicht nur einer. Hier ein Weihnachtsmann, den habe ich auch schon so lange. Bisschen Tanne. Ja, und hier habe ich noch eine Box und da sehe ich auch schon, dass da auch einiges weg kann. Was haben wir hier denn? Eine Kugel. Ja, solche Püppis, die mag ich nicht mehr so gerne. Auch die hier. Das ist nicht mehr so mein Geschmack. Werde ich aber alles gleich mal auspacken und dann verteilen wir das hier, wie gesagt. Ich bin selbst gespannt. Also ich werde auf jeden Fall in der Küche auf die Fensterbank was stellen und ein bisschen was ins Wohnzimmer. Und im, und in den Kamin. Da habe ich ja jetzt die beiden Adventskalender auch fertig. Die habe ich da jetzt einfach abgestellt. Hatte ich euch ja gestern Abend schon gezeigt. Nala beobachtet mich die ganze Zeit. Warum beobachtest du mich? Und hier stehen die Kerzensachen. Habe ich auch noch nicht gemacht. Und jetzt bin ich, wie gesagt, dabei und lade das Video hoch. Lädt aber noch. Das dauert immer so ein bisschen. Habe ich eben Käsebrot gegessen. Ja, ich esse nicht immer jedes Mal so ein aufwendiges Brot mit Avocado und Schnickschnack. Ich esse auch ganz normale Käsebrote. Nur dann zeige ich euch das nicht, weil das ist ja nicht so schön, ne? Ich zeige euch nur die schönen Sachen. Zwinker, zwinker. So, meine Lieben, ich mache mal weiter hier. Die beiden Süßen habe ich euch unterschlagen. Sind die nicht süß? Ich mag die Gesichter total. Die habe ich auch schon, na, mindestens 20 Jahre, würde ich sagen. Ja, von denen kann ich mich auch nicht trennen. Werde ich auch nicht. Die kommen wahrscheinlich ins Schlafzimmer. Obwohl ich mir heute Morgen noch gedacht habe, das Schlafzimmer werde ich nicht weihnachtlich dekorieren. Ich muss mal gucken. Hier in der Küche sind die auch süß, aber die nehmen so viel Platz weg. Die sind ja relativ groß. Und hier habe ich noch so eine Metalldose von Action. Und da kommen dann die Räucherkerzen rein. Ja, genau. Und hier sind die restlichen Sticker noch. Die werde ich noch verkleben. Und apropos Sticker, bis jetzt haben die tatsächlich an der Haustür gehalten. Und meine Jungs, also den Julian hatte ich ja gestern schon gefragt, aber meine beiden großen Jungs, die waren auch total begeistert. Und das hat ja schon immer was zu sagen. Schaut mal, ich habe sogar die Tischdecken jetzt draufgelegt. Ich finde, das sieht so schön aus. Mir fehlt noch der Adventskranz. Und wisst ihr, ich finde die ganzen Adventskranz-Dekoteile nicht mehr im Keller, woher das so kommt. Und meine Wichteltür mit dem ganzen Zubehör finde ich auch nicht, Mensch. Aber was ich euch zeigen wollte. Wie süß ist das bitte? Der Julian kam eben zu mir und meinte, Mama, darf ich meine Apfelsaftschorle aus so einem schönen Glas trinken? Habe ich gesagt, ja klar, natürlich. Ich finde, sollte man viel öfter machen, das Leben genießen und alles romantisieren, was geht. Ist absolut meine Einstellung und ich freue mich natürlich, wenn Julian das auch ganz oft so sieht. Nicht wahr, Julian? Ja. Man muss sich das schön machen, oder? Wirklich schön. But the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first.
Everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out. Since July, I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out. Bescheid, ne? Wir reden kurz über Bücher, aber vorher, ich kann es nicht genau sehen auf dem Bildschirm, aber ich will kein Risiko eingehen. Ich habe ein bisschen sehr viel Staub auf dem schwarzen Klavier. Kann ich gar nichts für. Da putzt man und zack, ist es wieder staubig. Ich muss eh putzen. Ich habe ja morgen hier die große Party, also alleine ich. Mein Sohn hat die große Party morgen hier. Da haben wir auch schon alles Mögliche eingekauft, alles schon erledigt, aber ich muss auf jeden Fall hier noch ein bisschen reine machen. Ich habe schon die Couch jetzt abgezogen, das ist alles in der Waschmaschine und natürlich noch so ein bisschen Staub wischen und so, ne? Wie ich hier schon wieder sitze, also das geht nicht. Ich muss mich mal so ein bisschen am Riemen reißen. Auf jeden Fall werde ich gleich so ein bisschen reine machen. Vorher muss ich noch einkaufen, dann kommen die Kinder auch gleich nach Hause. Aber vorher möchte ich ganz in Ruhe mit euch über Bücher sprechen und das Video beenden. Dann habe ich das schon mal im Kasten und kann mich dann um andere Sachen kümmern. So, meine Lieben, das sind die Bücher, die ich diese Woche gelesen habe. Ich muss leider dazu sagen, vorab, es ist keine Empfehlung dabei. Ich empfehle euch nur Bücher, die mich so richtig umgehauen haben. Alles andere macht ja keinen Sinn. Die haben mir trotzdem beide gut gefallen. Ich habe hier nochmal The Monnet Family, habe ich jetzt beendet. Habe ich euch, glaube ich, schon dreimal gezeigt und auch schon dreimal erzählt, wie wunderschön dieses Buch ist. Es ist auch gut. Vielleicht lese ich auch irgendwann mal Band 2. Aber ich finde, dass da so wenig passiert, da ist so wenig Handlung. Da hätte man ein bisschen mehr rein können, finde ich. Ne? Meine Empfindung, mein Geschmack. Dann haben wir hier Arno Strobel, Stalker, das ist ein Thriller, hatte ich euch auch schon gezeigt. Dieses Buch habe ich letzte Woche geschenkt bekommen, da war ich auch schon die ganze Zeit heiß drauf. Es hat mir auch gut gefallen, aber ach, wie soll ich das sagen, das ist ganz schwierig. Es ist natürlich super flüssig zu lesen, also Arno Strobel hat einen Schreibstil, der gefällt mir wirklich richtig gut. Aber er hat schon bessere Bücher geschrieben, meiner Meinung nach. Es geht ja in diesem Buch um Identitätsdiebstahl, schweres Wort. Hatte ich euch ja letztens aber auch schon ein bisschen von erzählt gehabt. Aber irgendwie hat dieses ganze Buch meiner Meinung nach keine Spannung. Genau, es war unspannend zu lesen. Es war zwar flüssig zu lesen vom Schreibstil, aber es war von der Handlung her nicht wirklich spannend. Es hat einen nicht, oder mich jetzt nicht in dem Fall, in den Bann ziehen können. Und auch das Ende
hat es ein bisschen kaputt gemacht, finde ich. Also das Ende kam mir so vor, als wollte man da nochmal eine ganz tolle Wendung schaffen, aber die kam dann so wie gewollt und nicht gekonnt drüber. Das hört sich jetzt nicht nett an. Nee, das kann man netter sagen. Also das Ende kam für mich so ein bisschen unnatürlich rüber. Das hört sich irgendwie netter an und ist trotzdem nicht nett. Oh Mann, ihr wisst, wie ich meine. Ich meine es nett. Ich bin ein Fan von Arno Strubel. Ich fand das Buch gut, aber es hatte so ein paar Ecken und Kanten, wollte ich jetzt sagen. Nee, das ist nicht das richtige Wort dafür. Das wäre ja gut gewesen. Sondern ein paar Schwächen. Auch kein schönes Wort dafür. Ihr wisst, was ich meine. So, und dieses Buch habe ich jetzt diese Woche begonnen. Dazu kann ich noch gar nichts erzählen. Habt ihr das schon gelesen? Von Ewald Ahrens, Alte Sorten. Da bin ich jetzt gerade mal auf Seite 24. Also dazu kann ich gar nichts erzählen. Ich kann euch aber schon sagen, dass mich die Atmosphäre in diesem Buch von Anfang an mitgerissen hat. Ich bin sehr gespannt auf diesen Roman. Ich werde euch eventuell dann im nächsten Vlog dazu mehr erzählen. Aber jetzt möchte ich euch gerne meine absoluten Favoriten nochmal zeigen. Da wurde ich nachgefragt und das zeige ich euch super gerne. Die stehen hier oben. Die gehen wir gleich nochmal zusammen durch. Nee, wieso gleich? Machen wir jetzt. Ich komme gleich. Ich zeige mal ganz kurz meine Bücher und dann bin ich gleich da. Da oben stehen die Bücher, die mir gar nicht gut gefallen haben. Die werden jetzt im Dezember auch das Bücherregal verlassen. Die sind schon verplant. Die werden ein neues Zuhause finden. Und hier stehen die Bücher, die ich gut finde, aber nicht weiterempfehlen würde. Ich denke immer so, würdest du die deiner Freundin empfehlen? Und wenn ich dann so denke, nee, ehrlich gesagt nicht, oder ich würde die auch nicht verschenken wollen, dann ja, empfehle ich euch die auch nicht weiter. Dann stehen hier die Bücher. Übrigens habe ich da oben auch noch zwei Bücher, die ich auch nicht empfehlen kann. Die will ich euch nicht unterschlagen. Und übrigens, ne, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Oh, ich sappel schon wieder so viel. Das sind jetzt alle Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Ne? Nur mal ganz kurz so als Randbemerkung. Und hier stehen die Bücher, die ich euch wärmstens empfehlen kann. Ich werde jetzt die ganzen Titel nicht vorlesen. Hoffe, dass man das gut erkennen kann. Sonst könnt ihr gerne nochmal nachfragen. Ich werde hier mal ganz langsam drüber schwenken. Das sind meine Empfehlungen für euch. Püppi ist gerade im Weg. Püppi muss einmal ganz kurz weg. Dann hier die Golden Bay Bücher und die anderen von Tammy Fischer. Dann schwenke ich hier mal runter. Auch hier muss ich mal ganz kurz die Kerze wegnehmen. Das sind auch absolute Empfehlungen. Hier habe ich auch schon Band 3, bin ich noch nicht zugekommen. Die Nachtigall, eine absolute Empfehlung. Das Mädchen mit dem Schmetterling hat mir auch richtig gut gefallen. Ja, das sind meine Buchempfehlungen. Werden wir uns eventuell jetzt im Dezember nochmal anschauen, ganz kurz, weil ich dann natürlich nochmal ein Resümee ziehen werde. Und ja, vielleicht mit euch wieder gemeinsam das Bücherregal neu sortieren werde, weil die kommen ja, wie gesagt, jetzt auch alle weg. Die übrigens auch. Also ich behalte nur die Bücher, die mir richtig gut gefallen haben. Alle anderen sind, wie gesagt, schon verplant. So, und jetzt drehe ich euch noch mal ganz kurz um. Jetzt kommen sie alle eingetrudelt. Aber wir sind ja jetzt auch am Ende angekommen. Aber eine Frage habe ich noch an euch. Was macht ihr mit euren Büchern? Behaltet ihr sie alle? Oder sagt ihr auch so wie ich, nee, die Lieblingsbücher dürfen bleiben, die anderen dürfen weiterziehen? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Schreibt mir das gerne mal. Also früher habe ich ja auch alle, oh, jetzt komme ich schon wieder ans Reden. Also früher habe ich ja auch alle Bücher behalten, aber dann hatte ich auch nicht mehr viel Platz. Und dann habe ich mir gedacht, komm, die liest du eh kein zweites Mal. Aber ich bin ehrlich, hätte ich mehr Platz, oh, hätte ich eine Bibliothek oder so ein Bücherzimmer, das würde ich mir erstmal so richtig muckelig einrichten. Das wäre so schön. Träume muss man haben. Mal gucken, was in Zukunft noch so kommt. Dann würde ich die Bücher auch behalten, glaube ich. Bin ich ganz ehrlich. Naja, aber jetzt ist es noch nicht der Fall und dementsprechend dürfen die Bücher auf jeden Fall jetzt weiterziehen und die anderen Bücher bleiben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen muckeligen ersten Advent. Freue mich schon auf das nächste Mal. Drück euch ganz lieb und schick euch ganz viel Liebe. Bis ganz bald. Tschüss.